Grüß dich und herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung. Heute zum Thema Softwareproduktlinien und was Softwareproduktlinien mit diesem wunderbaren Ausblick über Ulm zu tun haben, das gucken wir uns gleich genauer an. Zunächst, was haben wir so in den letzten Vorlesungen gemacht? Wir haben uns um die Software-Evolution gekümmert, wir haben über Software-Maintenance, Software-Wartung gesprochen und in den letzten zwei Vorlesungen dann noch über Konfigurationsmanagement und generell Kompilierung, statische Analysen. Wir wollen das Ganze weiter ergänzen. Ähnlich wie die letzten vier Vorlesungen sind es meist Themen, die querschneidend sind über den Softwareentwicklungsprozess und das werden wir auch heute beim Thema Softwareproduktlinien wiedersehen. Und das Thema Softwareproduktlinien hat ein bisschen was mit Marketing zu tun und deswegen steigen wir auch so ein bisschen ein mit dem Marketing-Thema und mein Comic dazu, die Bäume, die ihr jetzt schon kennt, mit den Schaukeln dran, ist eben dahingehend geprägt, dass es sozusagen in der Werbung vielleicht was versprochen wird und auf dem Blatt Papier Sachen vielleicht relativ einfach gehen sollten und wir werden uns angucken, wie das tatsächlich auch umgesetzt werden kann, das was das Marketing alles Tolles verspricht. In der Vorlesung, also wieder drei Teile, im ersten Teil möchte ich euch so einen kleinen Einblick geben, die Motivation und was sind überhaupt diese Softwareproduktlinien, was meinen wir damit und wir werden uns auch eine konkrete Technik zur Modellierung angucken, die nicht in der UML enthalten ist, allerdings die sehr weit verbreitet ist, nämlich die Feature-Modellierung. Im zweiten Teil dann geht es ein bisschen mehr um, wie implementiere ich das jetzt eigentlich? Ja? Also ich möchte hier hands-on, ich möchte irgendwie was programmieren, wie mache ich das jetzt? Und im letzten Teil gucken wir uns dann eher einen Aspekt an, nämlich das Testen, die Qualitätssicherung von eben diesen Softwareproduktlinien. Und da sollte so einen kleinen Einblick bekommen in überhaupt die Probleme, die Schwierigkeiten, die dabei bestehen und wie man prinzipiell dieses Problem angehen kann. Und wir sehen schon, wir haben da schon so einen Übergang und wir sehen schon nochmal irgendwie das ganze letzte Semester so in kleinen Revue, können wir so ein bisschen Revue kapitulieren, nämlich im ersten Teil geht es ein bisschen mehr um überhaupt Anforderungen, was wollen wir eigentlich oder was will das Marketing, im zweiten Teil sind wir dann bei der Programmierung und im letzten Teil dann eben bei dem Testen, was wir alles schon für Einzelsysteme besprochen haben. Aber zunächst zum Unterschied und dazu sozusagen ein kleines Anschauungsbeispiel. Und wir kommen nochmal zurück auf das eingehende Bild, was ich hier benutzt habe. Das ist der Blick über Ulm und was wir hier im Vordergrund sehen, ist eine grüne Wiese. Und die grüne Wiese steht sprichwörtlich für etwas, wenn ich auf der grünen Wiese Software entwickle, dann wird es eben heißen, dass ich von Grund auf neu entwickle, dass ich kaum beachten muss, weil da noch nicht viel ist sozusagen ringsherum, in das ich mich einbetten muss. Und tatsächlich passiert sowas eher selten. Ja, also irgendwas ist immer schon vorgegeben, irgendwas hat man schon, man muss gewisse Programmiersprachen nutzen, man hat gewisse Teile der Software vielleicht schon implementiert, die Software ist vielleicht auch schon da und wir wollen die verändern. Und ein Aspekt, natürlich haben wir eine ganze Vorlesung schon über Software-Evolution und Software-Wartung, hatten wir auch eine Vorlesung zu, aber heute geht es eher darum, was passiert eigentlich, wenn ich nicht genau die gleiche Software weiterentwickeln will, sondern wenn ich mehrere ähnliche Software-Systeme erzeugen möchte. Und da ist die Frage, also warum ähnliche Software-Systeme, warum interessiert das überhaupt jemanden? Und da wird das Beispiel mal der Turm mit den VW-Autos. Es gibt im Prinzip, wenn ein Hersteller irgendein Produkt herstellt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass er nicht nur dieses eine Produkt herstellt, sondern auch noch ähnliche Produkte. Warum? Naja, weil man eine gewisse Expertise dafür hat und weil man natürlich auch mit diesem einen Produkt vielleicht nicht alle erreichen kann und deswegen mit ähnlichen Produkten eben auch mehr Leute erreichen möchte mit seinen Produkten. Und das ist naturgemäß sozusagen, dass das passiert und Automobilindustrie ist ein Beispiel. Die Automobilindustrie oder jeder Automobilkonzern baut eben nicht nur dieses eine System und selbst die Zulieferer, wenn wir es an Motorsteuergeräte denken von Bosch, dann werden die eben nicht nur für den einen Hersteller, für die eine Automarke gebaut, sondern eben auch für eine ganze Palette von verschiedenen Marken. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen und so ziemlich alles, was ist egal, ob ich jetzt eine kleine Softwarebude habe, die App-Entwicklung betreibt, dann wird die
nicht nur eine Software entwickeln, sondern meist mehrere, die Ähnlichkeiten haben. Und die Frage ist, wie gehen wir da vor? Wir haben schon ein bisschen was behandelt an Vorgehensmodellen, nämlich zum Beispiel das Wasserfallmodell. Und ich zeige das eher mal grafisch. Ja, das ist eine Wiederholung der Folie. Wir haben irgendwie so gesagt, wie kommen wir von den Anforderungen über die Modellierung, über Implementierung und Testen und dann zur Integration und dem Systemtesten und später der Wartung. Und wir haben auch gesehen, dass man da irgendwie so hin und her springen kann. Aber das alles beantwortet noch nicht. Das Wasserfallmodell löst noch nicht, wie wir jetzt vorgehen, wenn wir eben mehrere Produkte herstellen wollen. Ja, fange ich dann immer wieder einfach von vorne an. Ich meine, klar kann ich sozusagen, wenn ich Änderungen an einem bestehenden Produkt machen will, dann kann ich einfach wieder von vorne starten und starte einfach mit den geänderten Anforderungen oder den neuen Anforderungen, die sich ergeben haben. Aber die Frage ist, wie mache ich das jetzt mit mehreren Produkten, die ich irgendwie vielleicht sogar parallel entwickeln möchte. Ein anderes Entwicklungsmodell, Vorgehensmodell, was wir uns angesehen haben, war Scrum. Und bei Scrum haben wir über diese Storycards geredet. Ja, das sind so kleine Anforderungen, die auf eine spezielle Art und Weise geschrieben sind, sodass eben priorisiert in so einen Product Backlog gepackt werden können und innerhalb von Sprints entwickelt werden können. Aber auch hier ist es ähnlich. Wir haben hier ein bisschen mehr Fokus darauf, auf diese iterative Entwicklung. Aber auch hier legt das Scrum-Entwicklungsmodell noch nicht fest, wie wir mehrere Software-Varianten gleichzeitig entwickeln können. Und dazu jetzt ein paar Begriffe. Der erste Begriff, der sozusagen im Kontext von diesen Software-Produktlinien fällt, ist Mass Customization. Mass Customization ist relativ ähnlich zu dem Begriff Mass Production, Deutsch Massenproduktion. Massenproduktion bedeutet, dass die meisten Güter, die gefertigt werden heutzutage, insbesondere eben Güter, die jetzt nicht nur aus Software bestehen, dass die typischerweise in Masse hergestellt werden. Das heißt, ich habe nicht nur ein individualisiertes Produkt, es wird nicht ein Schuh nur für eine Person hergestellt, außer beim Orthopäden vielleicht, sondern man hat Schuhe, die einfach in der Fabrik automatisiert, möglichst automatisiert hergestellt werden. Dem hingegen, ne, ich hatte es eben schon das Beispiel mit dem Orthopäden, gibt es individuelle Entwicklungen, individuelle Produktentwicklung. Und natürlich ist das hier oder da sozusagen notwendig. Allerdings ist es aus einem Effizienzgedanken, können wir nicht alles, was wir heute oder könnten wir unseren Wohlstand auf der Welt nicht in dem Maße halten ohne Massenproduktion. Und die Idee von Mass Customization ist, warum bringen wir nicht diese Ideen zusammen? Ja, ich möchte zwar die Massenproduktion, hier sehen wir das Beispiel mit einer Fertigungsstraße in der Automobilindustrie, und ich möchte aber trotzdem individuelle Aspekte setzen. Ich möchte nämlich, dass meine Kunden sich selber die Farbe aussuchen können oder andere, die Ausstattung von dem Fahrzeug zum Beispiel. Und die Idee von Mass Customization ist jetzt eben, wir wollen Güter produzieren, und zwar so effizient, so kostengünstig wie in der Massenproduktion, aber trotzdem zugeschnitten auf individuelle Kunden, auf individuelle Wünsche. Und jetzt kann man sagen, okay, gut, das ist sozusagen der Anwendungsfall, kommt ja aus dem Marketing. Ja, man möchte sozusagen mehr Autos verkaufen, deswegen bietet man einfach mehrere Farben an. Nicht wie Henry Ford vor mehr als 100 Jahren mit du kannst jede Farbe für das Auto haben, solange es schwarz ist. Die Zeiten sind vorbei, sozusagen. Wir haben da viele Auswahlmöglichkeiten, aber betrifft eben nicht nur Software, und wir haben viele Beispiele, wo wir eben dieses Feinjustieren sozusagen aus rechtlichen Gründen vielleicht brauchen oder eben einfach wegen Ressourcenbeschränkungen, ja, weil ich ein Datenbankmanagementsystem haben möchte und das soll eben kleiner sein als eben 3 GB, was irgendwo auf dem Server vielleicht laufen kann, aber nicht auf meiner Smartcard, auf dem mobilen Endgerät oder auf dem Sensornetzwerk. Noch zwei wichtige Begriffe in dem Kontext. Das eine ist Software-Produktlinie. Was ist jetzt eigentlich so eine Software-Produktlinie? Ich habe jetzt immer schon mal so von ähnlichen Software-Varianten gesprochen, und tatsächlich ist das auch der Kern. Wir haben eine Menge von softwareintensiven Systemen, und die Elemente einer Produktlinie sind im Wesentlichen Produkte. Ja, das heißt, wir haben Produkte, und diese Menge von Produkten, die bilden eine Produktlinie. Aber nicht jede beliebige Menge von irgendwelchen Produkten ist gleich eine Produktlinie, sondern wir haben ein paar weitere Bedingungen, nämlich die teilen sich eine Menge von Features. Die Menge von Features ist irgendwie verwaltet, das werden wir gleich sehen, wie man das machen kann. Es gibt eine bestimmte Domäne,
Ja, ich habe eben schon gesagt, habe es eingeleitet mit, wir haben eine gewisse Expertise, eine Firma hat eine Expertise und diese Expertise, die betrifft meist eine gewisse Domäne und größere Unternehmen haben eben auch mehrere Domänen, die sie irgendwie, Siemens zum Beispiel, die dann eben Züge herstellen und gleichzeitig Windkraftanlagen oder ähnliches. Ja? Dann haben wir irgendwie vielleicht verschiedene Domänen, aber prinzipiell trifft eine Produktlinie eben nur die, ja, oder erfüllt die Erwartungen von einer Domäne. Im Deutschen auch der Begriff Sparte sozusagen, ja, gerade so bei Konzernen vielleicht weiter verbreitet. Was wir dabei aber auf jeden Fall wollen, ist Wiederverwendung. Also wir wollen nicht jedes Mal von Grund auf das neu entwickeln. Das wäre auch im Sinne von der Automobilindustrie gar nicht denkbar. Ja, also dass wir bei jedem, wenn der Kunde eine andere Farbe will, dann fangen wir neu an, das zu entwickeln. Das würde im Sinne von Mass Customization nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen irgendeine Form von Wiederverwendung. Wir brauchen irgendwelche Artefakte, aus denen wir die Fahrzeuge oder die Produkte zusammenstellen. Und bei uns geht es natürlich eher um Software, das heißt, wir wollen irgendwelche Teile zusammenstöpseln und das sehen wir im zweiten Teil noch ein bisschen konkreter. Was ist jetzt ein Feature? Ein Feature ist was, womit wir beschreiben wollen, was die Software alles leisten kann, ist also ein bisschen gewissermaßen eine Funktionalität. Und was wir damit machen, ist für diese eben diese Domäne, zum Beispiel Züge, wollen wir jetzt eben gewisse Eigenschaften beschreiben. Und wir wollen dafür sozusagen ein einfaches Wort haben. Wir wollen nicht immer fünf Sätze sagen, wenn wir bloß sagen wollen, das und das ist da drin, sondern wir wollen eben ein Wort nutzen und dieses Wort bezeichnet, steht dann sozusagen in dieser Domäne und für die ganzen Experten drumherum, für die ganzen Stakeholder, beschreibt das dann eben, was wir damit meinen. Wird gleich ein bisschen konkreter. Wir gucken uns gleich ein paar Beispiele für Features an. Wer braucht das alles? Wer benutzt das alles zur Kommunikation? Das können eben Manager sein, Manager, wenn sie mit Entwicklern kommunizieren oder mit Testern, aber auch mit den Kunden. Und die Features werden auch im Marketing natürlich benutzt. Ja? Also da ganz besonders, weil wir wollen natürlich irgendwie anpreisen. Also was hat das Smartphone für eine Kamera? Da sind wir jetzt eher wieder bei Hardware, aber natürlich auch viel Software, die dabei eine Rolle spielt. Und was wir damit auch machen wollen, ist, wir wollen Unterschiede zwischen diesen Produkten klassifizieren. Ja, wir wollen irgendwie beschreiben, was sind denn jetzt die Unterschiede meiner verschiedenen Produkte, die ich irgendwie habe. Und in der Sparte oder je nachdem, was eben die Firma anbietet an Softwareprodukten oder softwareintensiven Systemen, möchte man eben natürlich schon unterscheiden und sagen, dieses Produkt hat eben diese Features und das andere Produkt hat die anderen Features. Und hier und da gibt es vielleicht Überlappungen, aber nicht alles ist identisch. Ja, in dem XKCD sehen wir so ein bisschen verdeutlicht, was eigentlich ein typisches Beispiel sogar ist für Softwareprodukte, nämlich die Drucker, die immer mehr Features drin haben und sozusagen verschiedene Aufgaben erledigen können und hier natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, dass Drucker immer mehr können, immer mehr Features haben und dass sie eben auch notarisieren können oder eben was wegwerfen können. Sind vielleicht Features, die nicht so einfach umzusetzen sind oder die wir vielleicht gar nicht brauchen. Aber wir sehen da, es gibt eben, und was eben diese kleinen Stellen hier zeigen, wo wir eben irgendwie so Hervorhebungen haben, ist eben, es gibt gewisse Features und nicht alle Features sind vielleicht in dem Produkt oder nicht alle Features, vielleicht sind sogar alle Features in dem Produkt, aber nicht alle gleichzeitig aktiv. Und jetzt ist das Hauptproblem eigentlich, warum wir uns damit auch so ein bisschen auseinandersetzen, ist, diese Features sind meist nicht unabhängig. Ja, und das kann man sehen, wenn ihr rausgeht in die Welt und irgendwo auf Webseiten unterwegs seid und habt so Online-Konfiguratoren, wo man sich irgendwas zusammenstellen kann, dann sieht man diese Abhängigkeiten an ganz vielen Stellen und da möchte ich euch so ein paar Beispiele geben, damit ihr euch das vorstellen könnt, was wir mit Abhängigkeiten zwischen Features meinen. Also hier so ein Online-Konfigurator, das ist hier für ein Notebook. Ich glaube, später sehen wir nochmal, welche Firma das ist. Das spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Ich kann mir hier verschiedene Displays auswählen.
Und offensichtlich gibt es ein Problem, dass ein gewisses Display nicht verbaut werden kann oder nur verbaut werden kann, wenn ich auch noch mobile Daten sozusagen oder ein Steuergerät mit einbaue. Und wenn ich das jetzt hier wähle in dem Konfigurator, dann kommt diese nette Fehlermeldung, die mir sagt, ungültige Konfiguration. Okay, also das ist auf jeden Fall eine prägnante Fehlermeldung, das kann man sagen, aber wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig. Und woran liegt es eben diese Verbindung, wenn ich eben dieses Mobile Broadband eben nicht ausgewählt habe und klicke hier drauf, ist eben die Frage, wie geht dieser Konfigurator damit um mit diesem Beispiel. Unabhängig von der Hardware gibt es sowas teilweise auch mit Software und manchmal ist das so ein bisschen versteckt, ne, diese Abhängigkeiten. Also in dem Beispiel hier kann ich sagen, installiert mir doch bitte noch Office, ne, auf meinem System, und es gibt verschiedene Arten von Office. Was ich mir auch installieren lassen kann, und ihr seht, das Beispiel ist jetzt ein bisschen älter, der Screenshot, aber ich kann mir auch Adobe Acrobat 2017 installieren lassen. So, und jetzt gibt es aber wilde Feature oder wilde Abhängigkeiten zwischen den Features, sodass ich nur bestimmte Office-Versionen zusammen mit Adobe haben kann und nicht alle, warum auch immer. Ja, das erschließt sich mir in diesem Beispiel hier nicht, aber solche Abhängigkeiten gibt es eben zwischen den verschiedenen Features und manchmal sind die für uns schon so aufgelöst und man gibt einfach schon alle Kombinationen an, die irgendwie möglich sind, so wie in dem Beispiel. Es gibt noch mehr Beispiele. Möchte ich noch ein anderes Beispiel zeigen, nämlich habe ich mal mit einem Autokonfigurator rumgespielt, nicht weil ich mir ein Auto kaufen wollte, sondern weil ich einfach mal gucken wollte, wie die so funktionieren, wie die mit diesen Abhängigkeiten umgehen. Und was ich da gemacht habe, ist hier in dem Beispiel, da kann man eben so die Felgen auswählen und dann kann man auch noch diesen kleinen Punkt, der in der Mitte ist, den kann man auch noch auswählen. Und wenn man da ein bisschen hin und her klickt und ab und zu mal vielleicht sogar noch im Browser irgendwie Vor- und Zurück-Buttons benutzt, dann kann man zum Beispiel sowas hier sehen. Dann konnte ich einen Toyota für 12.000 Pfund, das war Pfund, weil ich die englische Webseite benutzt habe, erwerben. Aber ihr seht vielleicht schon, dass es da so ein kleines Problem gibt mit der Rechnung, die vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig ist, weil offensichtlich ist nicht 11.600 plus 500 ist nicht 12.600. Ja, da muss irgendwie sich Toyota oder der Konfigurator ein bisschen verrechnet haben. Und wenn man dann hier auf den Weiter-Button klickt, dann sieht man folgende Ansicht und dann sieht man plötzlich auch, warum sozusagen der Preis teurer ist und diese 500 € Differenz oder 500 Dollar Differenz, nicht Dollar, Pfund. Sehen wir hier, dass ich offensichtlich ein Fahrzeug konfiguriert habe, was nicht nur eine Sorte Felgen hat. Und die Frage ist natürlich, was passiert jetzt? Also wenn man dieses Auto jetzt kauft und bestellt, kriege ich dann ein Auto mit 8 Rädern? Ja? Und was machen sie einfach mit den zusätzlichen Felgen? Landen die dann im Kofferraum? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich noch keine Forschungsgelder akquirieren konnte, die dieses Experiment haben ermöglichen können. Allerdings sehen wir das tatsächlich in der Automobilindustrie, aber in vielen anderen Bereichen auch. Wenn solche Konfigurationsfehler nicht vorher abgefangen werden, dann gibt es halt unter Umständen, wird das Problem am Band gelöst, also dann, wenn das Produkt gebaut wird, und an der Stelle würde man vielleicht sagen, okay, dann ja, was verbauen wir jetzt? Dann verbauen wir eben eine Sorte der Räder und die andere Sorte der Räder, oder man müsste es dann im Nachhinein mit dem Kunden klären, welche Räder dann eigentlich gebraucht wurden. Ein anderes Beispiel möchte ich euch noch geben. Jetzt kann man sagen, okay, das waren ja auch keine deutschen Automobilhersteller. Ein Beispiel von deutschen Automobilherstellern, wo wir auch Abhängigkeiten sehen, ist im Konfigurator, die Automarke könnt ihr selber erkennen, wenn er genug liest, ist aber auch gar nicht so wichtig hier. Und zwar kann man hier Enhanced Bluetooth Telefon with USB and Voice Control haben, was auch immer das genau bedeutet. Aber wenn man das haben will und vorher schon so ein bisschen rumgeklickt hat, dann passiert Folgendes, dann muss man eben plötzlich Enhanced Bluetooth with Wireless Charging abwählen, das heißt, man spart nochmal 395 Pfund. Man kann das Media Package nicht haben und eine Reihe von anderen eigentlich kostenlosen Sachen. Und ganz großer Wermutstropfen ist, dass man Microsoft Office 365 dann nicht in seinem Fahrzeug haben kann. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Jetzt ist die Frage, wie geht man mit solchen Abhängigkeiten um? Und ich möchte euch da eben eine Modellierungsart zeigen und vorstellen, mit denen man das machen kann. Und wir werden auch nachher noch sehen, dass in der Industrie tatsächlich auch andere Verfahren eingesetzt werden. Es geht in den letzten Minuten um die Feature-Modellierung. Ein Feature-Modell hat erstmal eine Hierarchie von Features. Wir wollen irgendwie Features in so einer Hierarchie abbilden. Und Abhängigkeiten werden in zwei Formen gemacht, nämlich entweder in Tree-Constraints oder in Cross-Tree-Constraints. Das werden wir gleich nochmal am Beispiel sehen, was das bedeutet. Und wir unterscheiden oftmals zwischen zwei Arten von Features, nämlich das werden wir auch insbesondere im dritten Teil der Vorlesung nochmal etwas genauer brauchen, nämlich zwischen konkreten Features, also die wirklich einen Bezug zur Implementierung haben, wo deren Auswahl wirklich einen Einfluss hat auf das Produkt, was danach herausfällt, und abstrakten Features, die eigentlich nur in der Hierarchie benutzt werden, um irgendwas zu gruppieren. So, und das gucken wir uns jetzt mal am Beispiel an. Hier ein Datenbankmanagementsystem, was konfigurierbar ist. Ne? Und was so ganz triviale Features in dem Datenbankmanagementsystem, die wir uns jetzt hier angucken. Naja, ich habe vielleicht Leseoperationen, Get, ich habe aber auch Schreiboperationen, Put, und ich möchte aber vielleicht was löschen. Ja? Also Put wäre dann eher, ich füge was Neues ein, Delete wäre sozusagen, ich lösche irgendwas. Das sind drei Operationen und die Datenbank macht ohne diese Operation keinen Sinn. Das heißt, was wir hier modellieren in der Hierarchie ist, wir fügen darüber so ein abstraktes Feature ein, das sagt eben API, also wie kann ich auf die Datenbank zugreifen. Und an der Stelle sagen wir eben, die sind dann in einer Oder-Gruppe. Ja, also das Tree-Constraint hier an der Stelle ist eine Oder-Gruppe, die wird dann eben so grafisch dargestellt. Und das bedeutet, ich brauche mindestens eins dieser Kinder, ja, also mindestens eine dieser Operationen. Es gibt noch eine andere Gruppenart, nämlich sehen wir die hier bei den Betriebssystemen Windows und Unix, dass wir diese Datenbankmanagementsystem muss sich vielleicht anders verhalten, je nachdem, ob es die Seitenersetzungsstrategien sozusagen von Windows hat als Betriebssystem oder von Unix, weil die eben völlig anders funktionieren. Und deswegen könnte es sein, dass in der Datenbank es auch unterschiedliche Strategien gibt, damit umzugehen. Aber es macht jetzt wenig Sinn, eine Datenbank zu generieren, die dann mit beiden funktioniert, sondern an der Stelle reicht es uns, eine Datenbank für eins der beiden. Und wir brauchen auch genau eins. Ja? Das heißt, diese Alternative hier in dem Fall, die drückt aus, dass wir exakt eins von diesen Kindern wählen müssen. Und darüber haben wir wieder so ein abstraktes Feature für Betriebssysteme, um die quasi zu gruppieren und um diese alternative Gruppe zu ermöglichen. Und dann haben wir noch eine Basisimplementierung, die ist quasi immer da. Es muss halt immer irgendwie so ein Grundkonzept von der Datenbank muss es eben geben, sonst kann das gar nicht funktionieren. Und dann haben wir hier noch ein Beispiel für ein optionales Feature, nämlich Transaktionen, die kann ich eben haben oder nicht. Und was wir hier auch sehen, ist ein Cost-Constraint, was da drunter steht, was eben sagt, naja, Transaktionen machen eigentlich nur Sinn, wenn ich in irgendeiner Form Schreiboperationen habe. Und Schreiboperationen ist eben Put und oder Delete. Das heißt, sobald ich eins von diesen habe, oder ich muss eins von diesen beiden haben, wenn ich Transaktionssemantik nutzen möchte. Andersrum ist es allerdings hier in dem Fall nicht modelliert. Das heißt, nicht jede Datenbank, die Put oder Delete hat, braucht auch Transaktionen. Ein Beispiel wäre eine Datenbank, wo ich nur Schreiboperationen habe, nur Put und aber keinen Lesezugriff, dann brauche ich vielleicht gar keine Transaktionen. Gut, aber genug zu dem Beispiel und diese grafische Darstellung, die solltet ihr euch ein bisschen einprägen und ihr sollt auch dann in der späteren praktischen Aufgabe dann mal so ein Feature-Modell selbst zeichnen, damit ihr auch sozusagen in der Lage seid und diese Kompetenz erwerbt, dass ihr selbst solche Modelle aufmalen könnt am Whiteboard oder ähnliches. Gut. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie ist jetzt diese Semantik? Ich habe euch das jetzt an diesem Beispiel erklärt, aber wir können uns das auch nochmal anders angucken. Statt dass ich quasi diese Feature-Modelle nutze, könnt ihr auch einfach alle Lösungen aufzählen. Das haben wir so ein bisschen vereinfacht. Wir haben nämlich gesagt, wir nehmen einfach die Anfangsbuchstaben, die sind nämlich so gewählt, dass sie eindeutig sind. Und wir brauchen hier nur die konkreten Features betrachten, weil die abstrakten haben eben keinen Einfluss auf die Implementierung oder auf das tatsächliche Produkt. Und dieses Modell, was wir hier oben haben, beschreibt 26 gültige Konfigurationen. Die können wir jetzt so ein bisschen versuchen, systematisch durchzugehen. Wir sehen auf der linken Seite erstmal alle Konfigurationen, in denen Windows gewählt ist, und auf der rechten Seite alle, die Unix gewählt haben. Ja, das heißt, die beiden Seiten brauchen wir jetzt nicht weiter unterscheiden, ansonsten sind die beiden Seiten komplett identisch. Dann gucken wir uns mal nur die rechte Seite an mit Unix. Das heißt, mit Windows oder Unix haben wir eben folgende Möglichkeiten. Naja, wir können Transaktionen haben oder nicht haben.
Wir sehen die obere Hälfte sozusagen, da sind Transaktionen nicht drin. Das sind also alles Mengen sozusagen hier von Features, die keine Transaktionen drin haben, wo das T nicht drin auftaucht. Und jetzt können wir alle möglichen Kombinationen bauen. Ja, also ich kann nur Get-Operationen, nur Put, nur Delete oder eben Get und Put und Delete und Up, Delete und Get und Put und Delete. Ich glaube, jetzt habe ich alle Kombinationen drin. Genau, und dann können wir aber auch noch die Kombination haben, wo wir Get, Put und Delete drin haben. Und im Prinzip können wir jetzt wieder sehen, dieser ganze Block von oben, den könnte man jetzt gedanklich wieder nach unten kopieren und überall noch ein T dazu schreiben. Allerdings gibt es eben dieses Costly Constraint, was eben verbietet, dass ich Transaktionen nehme, wenn weder Put noch Delete in der Konfiguration enthalten ist, und deswegen sind es nicht genau die gleichen. Aber ich sehe, oder ihr seht an diesem Beispiel, wie sich dieser Konfigurationsraum aufbaut und dass er tatsächlich relativ schnell auch anwachsen kann. Apropos anwachsen, da sind wir bei industriellen Modellen, und das ist hier ein Beispiel, nämlich das Linux-Feature-Modell, beziehungsweise eine tatsächlich sogar etwas ältere Version von dem Linux-Feature-Modell. Hier mal grafisch als Feature-Diagramm oder als Feature-Modell aufgefasst. Tatsächlich wird es in der textuellen Sprache gemacht, die ist auch deutlich komplexer, die wollen wir uns hier jetzt gar nicht angucken. Die heißt kconfig für die, die es interessiert. Wir haben die ja mal überführt und mal grafisch dargestellt, und wir sehen natürlich, also so skaliert das Ganze irgendwie noch nicht. Wir müssen das Modell eigentlich irgendwie aufteilen. Aber es soll euch zeigen, dass in der Praxis haben wir natürlich nicht diese kleinen Beispiele, die ich euch eben, oder das kleine Beispiel von der Datenbank, was ich euch eben so demonstriert habe, sondern in der Praxis haben wir natürlich unter Umständen Tausende von diesen Features. Und wir haben eben auch viele Abhängigkeiten dazwischen, und ja, auch selbst die Feature-Namen sind vielleicht für einen Außenstehenden relativ kryptisch. Für jemanden, der in Linux, mit Linux arbeitet, mit dem Betriebssystem natürlich dann sozusagen relativ klar. Es gibt für diese Feature-Namen, die jetzt hier relativ kryptisch aussehen, gibt es meist auch eine informelle Beschreibung. Das heißt, wenn ich mir das Linux selber zusammenstelle für mein System und kann mir da Sachen auswählen, dann sehe ich typischerweise nicht diese Feature-Namen in erster Linie, sondern dann sehe ich eine schöne Beschreibung, die mir eben sagt, ja, hast du ein x86 oder eine 64-Bit-Architektur und ähnliche Sachen, die man dann eben auswählen kann. Ja, und davon gibt es eben mehrere tausend von solchen Konfigurationsoptionen. Und das Interessante ist, dass die Entwicklung, und das gucken wir uns im zweiten Teil nochmal ein bisschen detaillierter an, wie Linux eigentlich entwickelt wird und wie ja, man das ermöglichen kann, dass man all diese vielen unzählbaren Varianten produzieren kann. In der Praxis, was man da auch ab und zu sieht, ja, ich habe eben schon gesagt, bei Linux wird auch eine spezielle textuelle Sprache dafür genutzt. Was man in der Praxis ab und zu sieht, insbesondere in Deutschland, ist die Benutzung von Excel. Das heißt, man stellt irgendwelche Regeln vor in so einem tabellarischen Format, und man würde dann eben sagen, es gibt eben diese verschiedenen Bedingungen, ja, also diese Constraints, die haben irgendwie eine ID, und dann kann ich da meine logische Formel aufschreiben. Und dann gibt es vielleicht auch sozusagen noch Verantwortlichkeiten, ja, also hier gibt es so eine Spalte Editor, wo ich für alles verantwortlich war. Es gibt, ihr seht hier, wann ich diesen Screenshot mal gemacht habe. Und es gibt vielleicht ein Start- und ein Enddatum. Gut, so viel dazu, und jetzt, da könnt ihr euch selber eine Meinung zu bilden, was ihr besser findet. Tatsächlich ist mein Eindruck und meine Erfahrung selber mit Feature-Modellen und auch solchen Tabellen, dass wir durch Feature-Modelle deutlich besser auch große Konfigurationsräume explorieren können, verstehen können, die Hierarchie viel besser abgebildet wird, als eben mit solchen platten Tabellen. Gut, in dem Teil ging es um Mass Customization. Warum wollen wir das eigentlich machen? Warum wird das gemacht in der Industrie? Wir haben Softwareprodukte, Features, Abhängigkeiten zwischen den Features und Konfiguratoren uns angesehen. Ja, ich habe euch so mehrere Beispiele gezeigt, wo wir Abhängigkeiten in Konfiguratoren sehen. Für Feature-Modelle haben wir verschiedene Begriffe uns angeguckt, abstrakt, konkret, Tree- und Cost-Tree-Constraints, und bei den Tree-Constraints insbesondere optionale, notwendige Features, ja, mandatory, notwendig, und dann Oder-Gruppen, alternativen Gruppen. Und wir haben so ein bisschen über den Tellerrand geguckt, was bedeutet das jetzt eigentlich in der Praxis, wie läuft das da ab, und auch hier könnt ihr euch noch ein bisschen weiter belesen, wenn ihr das wollt. Was sollt ihr jetzt machen? Und zwar sollt ihr mal selbst ein Feature-Modell zeichnen, gern per Hand, weil ich möchte, dass ihr diese Kompetenz erwerbt, dass ihr selber aus dem Kopf auch so ein Feature-Modell zeichnen könnt
Und einzige Einschränkung, es soll nicht ein beliebiges sein, sondern es soll genau 7 gültige Konfigurationen haben. Und da gibt es natürlich sozusagen ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie man das machen kann. Die Namen der Features sind jetzt relativ egal, die könnt ihr von mir aus ABC nennen. Und packt bitte eure Lösungen rein und ich bin gespannt, wie viele verschiedene Möglichkeiten wir finden, ein Feature-Modell mit 7 Konfigurationen herzustellen, mit den Tree-Constraints und Cross-Tree-Constraints, die wir betrachtet haben im Rahmen der Vorlesung. Was ihr dadurch auch mitbekommt, ist, wir können euch Feedback geben, ich kann euch Feedback geben, eure Kommilitonen können euch Feedback geben, ob ihr die Feature-Modelle richtig verstanden habt. Das heißt, nutzt das gern auch, um so ein bisschen zu gucken, habt ihr das jetzt richtig verstanden, wie diese Feature-Modelle funktionieren. Gut, dann viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder.